Tagchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei der nächsten Legung, wo wir jetzt mal reingehen, welche Energie bei euch eventuell vorhanden sein könnte. Das kann ja nicht auf alle zutreffen. Da müsst ihr immer dran denken. Legt euch das bitte nicht so, wie ihr das gerne haben wollen würdet, sondern seid da wirklich zu euch selber ehrlich. Das bin ich, das oder um das geht es momentan. Und deswegen immer wieder Positives wie Negatives bitte in diesem Video drin lassen. Ansonsten das Video verlassen. Und jetzt fangen wir an zu gucken, was ist rausgesprungen. Irgendeine Wahrheit möchtest du erkennen oder hast sie schon erkannt, ja? Darum geht es. Du hast hier eine Wahrheit erkannt oder es geht um die Wahrheit. So, je nachdem, mit was es gerade zu tun hat, du wirst einen neuen Weg so oder so machen, ja? Ob du die Wahrheit kennst. Oder wenn du die Wahrheit kennenlernst, wirst du hier erstmal damit frei und locker durch das nächste Gebiet ziehen, wo ich denke, schlagartig auch sagen zu können, für dich zurecht, ja. Du hast dann hier definitiv mit irgendwas abgeschlossen und möchtest hier deine Richtung ein bisschen vorgeben. Es könnte sein, dass hier jemand mitzieht, aber das ist nicht zwingend notwendig, ja. Egal aus welchem Prozess jetzt hier die Energie rauskommt, aber dein Inneres verlangt hier nach einem neuen Weg, den du vielleicht auch gar nicht planen möchtest, ja, mit dem Narren. Du hast nur das Gefühl, irgendwas muss Neues passieren. Ob ich die Wahrheit kenne, ob wir uns aussprechen mit der Wahrheit zusammen, das ist so dieses ganze Thema. Du hast den Schlüssel, ja, du weißt genau, was du empfindest, was du möchtest, was du gesehen hast, was du bekommen hast an Kommunikation. Aber deine Ideen sind hier einfach stark, ja? Deine Ideen sind hier stark, um hier einen Powerprozess loszulegen, der dich hier bei dem Narren so einen Weg freilaufen lässt. Schon fast die weltoffene Energie, ja? Gucken, wo du landest. Das ist wie so ein neues Wagnis für dich hier, vielleicht mit dem neuen Jahr dann. Aber du hast hier auch gar nicht mehr Lust, irgendwas zu planen. Du möchtest jetzt einfach mal wirklich los. Und du hast genug Erkenntnisse gesammelt, ja? Das letzte Jahr hier. Du hast genug Erkenntnisse gesammelt. Ja, du schließt mit was ab. Boah, ist ja bombig. Also so hohe Karten, ja? Du wirst diesen Weg machen, um hier vielleicht auch mal deine Strukturen ein bisschen, dein rationales Denken sein zu lassen. Dieses Plan, dieses wo muss ich hin, für wen mache ich es, wem werde ich gerecht, bin ich mir gerecht. All das wird hier für dich dieses Jahr bewusst werden, ja, oder wird dir bewusst werden. Eigentlich hast du doch die Erkenntnis. Du musst nur damit arbeiten können, ja, auch deine Ideen umsetzen, nicht nur Ideen lassen. Und danach schreist du förmlich. Deine Energie ist hier wirklich in so einem, oh, ich lasse das Alte jetzt los und das Neue darf kommen. Egal, wo es mich hinträgt, ja. Das ist hier deine Energie, egal, was hier passiert. Ob du die Wahrheit kennenlernst oder ob du sie schon bekommen hast. Für dich gilt jetzt nur, kein Druck mehr machen, nicht mehr so viel planen. Du hast irgendwie die Nase voll von diesem Planen, ja, deswegen auch mal ausbrechen. Ruhig mal wieder kindlich sein, dich an den Sachen erfreuen, die du hast, die dir Spaß machen. Du hast irgendwie auch satt, hier jedem gerecht werden zu wollen, ja? Egal wem, du hast hier darauf keine Lust mehr, jedem zum Munde zu reden. Deswegen hast du auch deinen Schlüssel, hast der Schwerter und du hast es auch hier im Jahr verstanden, für wen mache ich das? Wo stehe ich heute? Was hat es mir gebracht? Ist mit mir alles okay? Nö. Ich möchte es unkontrolliert selbst angehen, ja? Natürlich mit einer gewissen Kontrolle zu dir selbst, aber du möchtest diese Energie hier unkontrolliert beginnen und dafür weißt du, dass du einiges hinter dir lassen wirst und musst. 6 der Stäbe, das ist erfolgsversprechend für dich sozusagen, nur dann klappt es auch, ja? Egal, wo du hier jetzt gerade drin steckst, in jeglicher Situation. Nur dann klappt es auch, wenn du hier mal selber wagst, deine Füße in die Hand zu nehmen. Das könnte auch so eine Angabe sein, dass du immer zu viel Rücksicht genommen hast auf andere. Denn wenn so eine Aussage oder Angabe hier rausschreit,
dann hattest du in deinem Leben sehr viel Verantwortung, ja, Pflicht, ein ich muss das so und jemand verlangt von mir so und du brichst hier förmlich ins nächste Jahr rein oder aus dem alten Jahr raus. Du verlässt wirklich 2022 hier in eine Ebene. Was soll mir denn noch passieren, ja? So, ich habe jetzt richtig Bock, mein eigenes Ich nochmal neu kennenzulernen. Und wenn jemand dranhängen sollte, auf den du wartest oder der mit dir zu tun hat, der wird mitkommen, weil das ist die beste Energie, die für dich hier momentan liegt, ja? Das ist das Ziel. Du hast viel zu viel auf andere gewartet, viel zu viel auf deine Ghosts gewartet, ja? Du hast dich ja schon fast hier nicht mehr getraut, irgendwie alleine einen Schritt vorwärts zu machen, weil du dachtest, naja, dann gehe ich den ja falsch, ja? Ich weiß ja dann schon, was passiert. Aber eben drum, weil du ja weißt, was passiert, da nochmal umdenken, gefällt dir das dann? Oder sagst du dir aus Angst, ich lasse diesen Schritt lieber? Du bist jetzt aber bei mir hier in voller Bereitschaft, hier was Neues anzugehen. Absolut frei, ja, wie so ein Befreiungsschlag, so, bäm, lass die alte Scheiße einfach hinter mir, Entschuldigung, dass ich es so sage, aber das ist endlich mal deine Energie, die du die ganze Zeit machen solltest, die hätte dir gut getan und jetzt bist du einfach am Punkt, wo man dir sagen kann, richtig, ja, lauf, mach deine alte, Kacke wollte ich sagen, habe ich gesagt, mach deine alten Laster, lass sie bitte, wir sehen das ja jetzt mal so auf uns zu Ende kommend. Es geht ja aber weiter, ja. Aber für den Kalender sozusagen, für dich auch im Kopf als Verständnisaufgabe, lass den Schrott hier bitte, ja. Löse ihn noch ab dieses Jahr. Und nur damit hast du Erfolg. Nur damit spürst du hier sogar bei 6 der Stäbe eine Leichtigkeit, weil du endlich wieder merkst, wie beflügelt du sein kannst. Ja? Du hast ja eine Energie auf einmal, einen Powerschub, weil es fühlt sich auch mental einfach alles neu an, ja? Das ist wie so eine Komplettbereinigung für dich. Mach das bitte. Ich klär mal auf 6 der Stäbe. Welcher Erfolg hat dir denn die ganze Zeit so ein bisschen die Sicht genommen? Oder welche Pechsträhne, ja? Wo möchtest du hin? Du möchtest auch wieder Liebe verteilen, Gefühle, irgendwas hier umsetzen, für was dein Herz schlägt. Du möchtest hier eine Bekanntgabe machen. Du stehst zu dem, was du möchtest, was du gerne ausleben möchtest. Du hältst hier nicht mehr damit zurück. Das ist deins, wo du hin möchtest. Ja, kein gezwungenes. Hier soll auch passend zum Narrenweg, das kann ruhig entgleiten. Ja, das ist doch die Spannung für dich. In allen Prozessen, die du hier hattest, hinten raus, warst du immer so kontrolliert gefangen oder dich hat man kontrolliert und machst du das auch ordentlich? Bist du eine gute Person, ja? Und hier ist eben einfach auch das, wonach du schreist. Lass mich doch einfach so sein, wie ich bin, meine Güte, ja? Lass mich doch chaotisch, lass mich doch da gucken oder lass mich doch da probieren, wenn es das ist, wonach mein Herz schlägt, wenn ich meine Passion darin finde oder vielleicht auch merke, ich bin die ganzen Jahre hiervon nicht weggekommen, dann ist das hier deine Erfolgssträhne, hoch 10, ja, 6 der Stäbe. Also lass dich ruhig von mir hier mitreißen, weil was anderes kann ich hier nicht empfangen und empfinden. Auf den Tod schließt du ab. Du wirst mit der Arbeit hier zurücktreten, ja. Die ganze Arbeit jetzt im emotionalen Bereich hat dich komplett ausgelastet, ja, oder du bist komplett ausgelastet. Das möchtest du hinter dir lassen. Diese Mühe, diese Arbeit, dieser Lohn. Welcher Lohn, ja? Es könnte für Berufswege auch sein, dass du hier mal lernst, für dich selbst auch mal wieder deinen Akku aufzutanken und nicht nur für deinen Beruf da zu sein. Weil momentan kann es auch sein, dass du hier wirklich dein Hauptthema im Beruf vorliegen hast. Beruf. Da kann ich punkten, da kann ich trumpfen, da möchte ich Erfolg. Aber du könntest dich hier für eine alte Sache wirklich komplett frei machen, ja? Und hier sogar was Neues beginnen, was dir viel Größeres bringt. Könnte auch zu dem Ritter hier darstellen. Also das ist wie so eine Jahresendlegung hier tatsächlich, ja? Was habe ich gemacht? Für was, ja? Für was habe ich hier so viel reingebuttert? Weg damit. Auf die Todeskarte. 10 der Scheiben. Weg damit. Da, wo ich reinbrettern will, das liegt doch alles noch vor mir. Aber dafür muss ich den Narrenweg hier bestreiten. Ich muss mich mal ein bisschen trauen. Vielleicht hängst du in so einer Situation, wo du an dir zweifelst, irgendeinen Schritt in eine Richtung zu machen, die dir vielleicht ganz gut tun würde, ja?
Das könnte mit allem zusammenhängen, mit der Liebe, mit Beruf, mit Hobby, mit Umzügen, mit das, was dir gerade permanent so ein bisschen Sorge gemacht hat im letzten Jahr, dass du dich hier befreist von dieser inneren Befangenheit, ja? Das ist so dein Befreiungsschlag. Ja, zwei der Stäbe. Du konntest dich hier wirklich nicht entscheiden. Du warst hier in der Falle oder musst eine Entscheidung treffen, aber du schreist nach diesem neuen Weg, ja? Der hier nicht geebnet sein muss und auch nicht vorgeschrieben ist. Den möchtest du einfach fühlen, machen, egal was da kommt. Es geht hier um diese Entscheidung. Du hast hier viel zu lange mit einer Entscheidung gekämpft, die dich diesen Weg einfach nicht sehen lassen hat. Ja, diese neue Sicht, das neue Empfangen, das neue Geben. Andere Situationen, die sich daraus ergeben, hast du mit dieser Energie zwei der Stäbe einfach geblockt. Jetzt kommt aber der Punkt, wo du das wirklich möchtest, ja, wo du dich entscheiden möchtest. Der Entscheid steht vielleicht schon fest. Und wir haben hier, auf was wir aufklären, das Ass der Schwerter für dich. Die Wahrheit kennen oder die Wahrheit unbedingt für diesen Prozess wissen wollen. Und dann gehst du, tschüss, auf Reisen, auf Wanderschaft mit deiner Energie. Huh, wow, bingo, wir haben die neue Welt. Also für dich fängt hier wirklich ein absolut neuer Zyklus an, ja? Du hast hier irgendwas erkannt oder wirst was erkennen. Ich denke ganz stark, du wirst es dieses Jahr wirklich abarbeiten und nicht mit ins Kalenderjahr 2023 schleppen, weil du brauchst dafür noch eine rationale Ziellinie, wo du dir denkst, okay, jetzt ist der Startschuss, ja? Es sieht bombig aus. Alle Karten sind hier bombig in deiner Energie drin. Hier gibt es nichts, wonach man hier sagen könnte, du fällst nach hinten. Du schreist da förmlich schon Jahre oder wenn nicht sogar Monate, was gleich wehtun kann nach dem Neuen. Du hast dich hier irgendwie selbst in so einem Prozess wiedergefunden und fragst dich vielleicht auf der neuen Reise, sag mal, das, was ich gelebt habe, ich weiß, das tut mir vielleicht weh, aber wollte ich das die ganze Zeit wirklich ausleben oder habe ich an irgendwas anderem gehangen, ja? An den Illusionen, Visionen, alles, ja? Habe ich mir durch andere das angenommen und in den Spiegel geschaut und sie kopiert oder nachgeahmt, um denen zu entsprechen, ja, um diesen Menschen oder den Werten zu entsprechen. Du hast hier so eine richtige Ausbruchs-Ego-Phase, eine Ego-Phase, die aber jetzt Zeit wird, weil du hast hier anscheinend wirklich sehr, sehr selten an dich gedacht, hier in dem kompletten Prozess. Das ist ja Wahnsinn. Wir gehen mal mit dem Symbolon rein. Das Jahr 2023, warum möchtest du jetzt diesen Weg verlassen? Wir gucken auch die Sternzeichen-Energien an, die dazu mit einer Rolle spielen könnten, wenn sie treffen. Ja, aber wir haben ja hier schon genug. Wir haben hier einmal, du hast hier wirklich Regeln vorgelebt bekommen. Du hast für andere dein Leben bis dato, bis es dir einschneit, du möchtest dich jetzt befreien, nach Regeln gelebt. Und zwar nach Löwenenergie und Zwillingsenergie. Du warst da immer so ein bisschen, ist es überhaupt das, was ich möchte? Naja, ich bin ja stark, ich mache es trotzdem, ja? Du hast hier Regeln aufgelegt bekommen, nach denen du hier marschiert bist. Das ist der Grund, warum du hier die Wahrheit erkennst, warum du dir die Gedanken machst, zu sagen, ey, wo muss ich jetzt loslassen, ja? Will ich das überhaupt? War es das, was mich hierher gebracht hat? Anscheinend schon. Möchte ich das überhaupt leben? Wem heule ich nach? Was heule ich nach? Was soll mir passieren? Ja? Bin ich ein weniger wertvollerer Mensch? Nimmt man mich dann nicht mehr so wahr, wie ich bin, wenn ich hier diese Regeln durchbreche oder irgendjemand nach Bestimmung hier nicht passe? Da kommst du in so eine Klarsicht rein. Ja? Der neue Zyklus steht einfach schon hier fest und du wirst das auch mit Ass der Schwerter, falls da jemand irgendwie Argumente hat dagegen, wirst du sagen, du pass mal auf. Ist ja schön und gut. Aber vielleicht erhoffst du dir das von mir. Wie lange warst du aber an meiner Seite? Wie oft hast du mir vielleicht an der Seite gestanden? War nicht oft, aber du möchtest irgendwie, dass ich dir was vorlebe oder für dich etwas auslebe, woran du eh nicht teilhaben oder teilhast oder für wen, ja? Du fragst dich hier wirklich, für wen sollst du denn hier ein Leben leben? Bist du hier die Hauptperson für dich oder sind das... Bist du die Spielfigur für andere, damit es denen gefällt und du sagen kannst, yeah, wow, aus mir ist was geworden. Aber es gibt ja trotzdem noch Problemchen, ne?
Das heißt, du hast hier irgendwo in einer anderen Sache Kraft gesucht, um wenigstens nicht ganz zusammenzubrechen, warst hier sehr labil in einigen Phasen. Und bei dem Narrenweg, wo du hier ewig in der Entscheidung gehangen hast, haben wir vom Symbolon den Teufel, die Skorpionenergie. War ein Teufelskreis, ja? Du wusstest weder ein noch aus. Sollst du die Situation verlassen? Sollst du dich dafür entscheiden? Du hattest hier eine riesengroße Angst, hier einen Fehler zu machen und dich im wahrsten Sinne des Wortes zu verbrennen, ja? Wenn du dich entscheidest. Aber du kommst jetzt hier in den Modus, verbrannt habe ich mich so oder so, ich werde jetzt hier meinen Weg machen ohne Plan. Natürlich, dass du gestützt bist, ja, dass du überleben kannst. Du solltest hier nicht jeden Cent einzeln umdrehen wollen oder sollen, sondern es kann hier auf alle Bereiche treffen, wo du dir imstande bist zu sagen, ey, hört auf, ja. Also wenn es das ist, ich verzichte auf 100 Euro weniger, mir geht's aber da besser. Oder ich verzichte auf diesen Menschen, weil da geht's mir besser oder da werde ich bestimmt meinen Menschen finden. Ich brauche einen Wechsel, ja. Ich brauche oder fühle sowieso, irgendwas passiert mit der Energie, ja. Du hast dich hier immer in Kreisen befunden, die dich schon fast ausgelaugt und verbrannt haben, die du spannend fandest. Feuer, lodrig, ja, auch wieder eine Stabenergie, die man hier zuzählen könnte zu zwei der Stäbe. Du bist dir teilweise überhaupt nicht entschieden gewesen oder konntest dir auch nicht entscheiden. Das ist dir aber für den neuen Narren bewusst. Wir haben hier auf die Todeskarte, da wo dir klar gemacht wird, für was hast du das eigentlich alles erarbeitet, ja, oder zu viel Arbeit gegeben. Es geht doch vielleicht auch noch in einer anderen Richtung. Du sollst ja nicht aufhören, hier Mühe reinzustecken. Aber es gibt doch vielleicht auch noch andere Wege, wo du hier deine Energie einfach auch mal wundervoll und wertvoll und großartig einsetzen kannst. Und du hast es gelernt, ja? Das Alte muss jetzt abgeschlossen werden und das erkennst du. Wow, mit Zwillings- und Waage-Energie haben wir hier. Das ist Leute anschauen und gucken, wo du hingehörst, ja? Leute anschauen und gucken, hat hier jemand überhaupt deine wertvolle Arbeit erkannt? Auf Leute gucken, für die du sehr viel Zeit, sehr viel Kraft, sehr viel Mühe finanziell hier gebuttert hast. Du guckst dir diese Menschen nochmal genau an, du drehst dich um und guckst nach hinten. Auf der anderen Seite kann es sein, ich gucke auf dich nach hinten, weil ich einfach nur noch Mitleid verspüre. Ich gehe aber nach vorne, weil vorne wartet mein Ziel. Vorne wartet dein Ziel, ja, und das ist 6 der Stäbe, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Dein Ausbruch in die jugendliche Energie wieder reinzukommen, dir das zu holen, auf was du die ganzen Monate und Jahre verzichten musstest, ja, und bleib bitte da dran mit der Energie von dem Stier und Skorpion. Das Marionettendasein hat für dich ein Ende, ja. Das hat für dich jetzt ein Ende. Du bist dir bewusst, dass du hier keine Energie mehr reinlässt, die irgendwas mit Marionettenspielern zu tun haben. Das hast du die ganze Zeit gemacht. Das warst du. Teilweise könnte hier so ein Eindruck entstehen, du warst selber deine eigene Marionette, weil du dich hier über Sachen hinweggesetzt hast oder eben Sachen zugestimmt hast, die dich in dieser Phase hier noch mehr bestätigt haben, ich habe nur nach anderen Regeln gelebt, ja. Also wirklich, ich war hier im Teufelskreis, ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich das nicht geschafft habe. Du hast hier irgendwo gewartet, dass sich ein anderer oder eine Energie für dich entscheidet, ja. Und danach bist du wieder gegangen. Du hast immer sehr oft andere Leute über dich bestimmen lassen. Und jetzt ist hier einfach der Punkt, wo du hier merkst, nee, Freunde der Nacht oder Freundinnen der Nacht, mein Ziel ist es, mich wieder austoben zu dürfen, ohne ein Wenn und ein Aber oder peinlich, oh Gott, oder du machst was falsch. Du nimmst deine eigene Melodie in die Hand, deine eigenen Gefühle, ja? Die sind so sicher wie das Amen in der Kirche. Du wirst deine eigene Melodie weiterhin spielen. Das ist auch dein Herz, was dir niemand rausrucken kann, organisch gesehen, ja? Du wirst hier überhaupt nicht mehr in diesem ich mache das für dich und lass mich lenken, leiten. Wenn ich abgestellt werde, werde ich abgestellt. Wenn ich viel arbeiten soll, arbeite ich viel. Der Prozess der Marionette ist hiermit vorbei. Abserviert, ja? Das nimmst du hier schon fast trotzig und in übervolle Selbst in die Hand. Du musstest oft Marionette spielen, jetzt spielst du Gitarre. Aber auf deine eigenen Art und Weise. Oftmals auch vielleicht mit einer Energie,
die du nie mehr für möglich gehalten hast, dass diese Energie nochmal für dich reinsaust. Und das denke ich ganz stark, ich sage es immer ganz gerne, tatsächlich hier in den Frühlingsmonaten, ja, ihr Lieben. Entschuldigung, oh, müssen wir verweichlichen. Sind eure Ohren okay? So. Wir gehen rein in die Situation. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aufgrund von welcher Situation hast du hier eine Entscheidung getroffen, dein Leben hier anders zu gestalten, um ein neues Leben zu führen? Ja, das bedeutet auch nicht, dass ich euch hier die Angabe mache, haut ab von eurem Partner oder haut ab aus irgendeinem Modell. Aber die Richtung könnte sich hier einfach ändern, ja? Dass ihr hier nicht mehr bereit seid, das zu geben, wo ihr euch nicht drin findet, ja? Ihr findet euch einfach nicht da drin. Das ist ja das Schräge. Vielleicht habt ihr einen Job, der euch Sicherheit bringt und jedes Mal aber kommt ihr unglücklich oder ausgepowert nach Hause und denkt euch, ja, super, aber was bringt mir das Geld, wenn ich mir nichts gönnen kann oder kaufen kann, ja? Und ja, es nervt. Wir kennen es alle. Die finanzielle Not, das nicht zu wissen, was zahlt man vielleicht zuerst und wie splittet man einige Sachen. Wir waren bestimmt schon alle in so einer Lage, aber trotzdem kommt das immer wieder durch, ey, ist es das, was ich leben wollte? Und da könnten so Kompromisse einfach in deinen Kopf kommen, der den Narrenweg bestreitet und vielleicht merkst du sogar durch deinen neuen Weg, durch die Welt, durch den neuen Zyklus, der jetzt hier anfängt im Januar natürlich, dass es gar nicht vielleicht die Arbeit war, sondern weil du generell unzufrieden mit dir warst, ja? Oder du stellst wirklich fest, für wen habe ich diesen Job oder für was habe ich studiert, ja? Für wen oder was mache ich eigentlich das, was ich jetzt gerade tue? Und da so ein bisschen hindenken, dass du hier stärker wirst in Sachen, ich mache doch eigentlich alle Sachen für mich und nicht für andere, ja? Du wurdest hier als Marionette dein Leben lang irgendwie bespielt, schon fast manipuliert, dass du das mit Ast der Schwerter, dass du das mit der Wahrheit im großen Fall erkannt hast oder noch erkennen wirst. So, bei deinem Gegenüber, hier spielt man oder hat man wieder gespielt, das könnte genau dein Typ oder deine Dame sein, egal in welcher Linie es jetzt geht, ja, familiär, freundschaftlich oder Team oder Liebe. Hier hat man die Ansage, man hat mit dir gespielt. Es geht hier um eine Person, die dich wirklich als Marionette aus der Legung von dir hier benutzt hat. Hinstellen konnte, wie man wollte, sich nicht sicher war, wie man den nächsten Zug hier spielt. Die Energie, die kam hier stockend und auch schnell. Ja, das waren manchmal perfide Spielzüge, mit denen du nicht gerechnet hast, aber du musstest die Spielzüge schon fast hier erlernen, um an der Seite dran zu leben. Ja, so. Hier hat man sich einen neuen Weg gesucht. Dein Gegenüber hat sich hier einen neuen Weg gesucht. Da ist man gerade drin, ja. Dein Gegenüber ist hier gerade auf einem neuen Weg drin, weil du vielleicht verlassen wurdest oder ihr die Situation beide vorhabt zu verlassen oder verlassen habt. Es geht um das, was vorher lag. Hier kommt jemand, der hat sich verirrt mit seinem Wagen, ja. Ganz klare Sache. Hier ist man auf dem Weg der Klarsicht. Hier sucht man nach Antworten. Und man reitet, sorry, ihr seht das so eigentlich auf dem Tisch, hier reitet vor allen Dingen, hier fährt man in die Klarsicht, hier hofft man durch diesen Weg, den man jetzt gewählt hat, dass man eine Klarsicht bekommt, dass die Lösungen einfach wahrscheinlich so wegpuffen, denken ja ziemlich viele, wenn man irgendwas verlässt, dass die Lösungen dann verschwinden. Und dein Gegenüber, wow, das waren leider zu viel. Deswegen nehme ich die Fairness halber den Ritter der Stäbe. Der war auch ganz schön temperamentvoll, ja. Natürlich, wenn man jemanden bespielen kann, dann hat man auch eine gewisse Attraktivität vorzuweisen, ja. Nur dann fällt man ja in diesen Teufelskreis rein, den ihr hattet. So, passt auf. Man erkennt hier auch einen neuen Zyklus, ja. Und wisst ihr, wie die Welt aussieht? Also, man ist ja losgegangen, ja. Da, weil man ja hier zu Ende gespielt hat oder ihr habt gesagt, stopp. Oder man hat hier einen anderen Spieler gefunden, ja. Man konnte denjenigen hier nicht mehr durchschauen, mit dem ihr es zu tun hattet, mit der Person.
Dieserjenige hat sich auf den Weg begeben, um die Lösung, Probleme oder neue Erkenntnisse zu gewinnen. Vielleicht gibt es da auch mehr zu holen bei einem neuen Sitz, ja, bei einer neuen Person. Vielleicht kriegt man da mehr und hat dann die neue Welt erreicht. Den neuen Zyklus wird derjenige oder hat ihn schon erreicht. Und das ist das, was auf denjenigen zukommt. Ballast, Ballast, Ballast. Auch wieder die Stabenergie. Der Ritter ist ja hier rausgeflogen, ja. Und hier kann man seine Stäbe aber auch nicht mehr ins Ziel tragen. Das ist Burnout, Power, Enttäuschung kann es auch sein. Muss jetzt nicht Burnout sein, ja, nur bei extrem krassen Fällen. Hier wird man sich selbst enttäuschen und sich so viel Ballast aufgelegt haben, dass man wahrscheinlich das Problem hat, wenn man sich rückwärts die Verkettung anguckt. Ballast, Welt, Klarsicht, Wagen. Ich habe keinen Spieler mehr, ja. Wo ist mein Spieler? Du demnach. Wo ist er? Das ist die Rückwärtsverkettung. Wir haben Quersumme, falls sie wichtig sind. Beim Wagen die 7. Wir haben beim Stern die 8 als Quersumme und wir haben die 5 bei Welt. Was quatsch ich denn? 21 ist die 3. Bei Stern haben wir 17. Die 8. Die Welt 3, ja natürlich. Und bei Wagen die 7, falls ihr mit den Zahlen anfangen könnt. Also dein Gegenüber bekommt die Energie von dir. Hättest du mal sein gelassen, ja? Jetzt siehst du, wo du bist. Jetzt kannst du mal gucken, wie du vorwärts kommst. Man hat sich hier gegen dich entschieden oder du dich gegen die Situation. Du läufst ja jetzt frei, ja? Du hast Tschüss gesagt oder wirst Tschüss sagen. Nach mir die Sintflut, bei den ganzen Ballast hattest du ja vorher zu tragen, im Kopf oder wirklich auch physisch zu spüren. Und man kommt hier nicht mal ein Stück weiter. Das heißt, man ist hier im neuen Zyklus drin, was ja wunderschön ist. Ja, hier begleiten einen ja wirklich alle Elemente, die es gibt, mit der Kraft vereint, mit Schwerter, Stäben, Kelche und Münzen, dass man das wirklich alles vereinen könnte. Hier hat man aber nur die Kraft, ja, die Kraft überholt einen. Hier ist der Wille so stark, dass man vielleicht auch sehr wenig dafür tun möchte und hat hier natürlich dann auch in eine leere Tüte geguckt, ja. Vielleicht blieb die auch immer leer, ich habe keine Ahnung, ja. Kraftvoll und hier liegt doch so ein Rammler, es tut mir leid. Pferd ist eigentlich feurig, ja, nur eine Stabenergie. Eigentlich sollte es da rumsen in den Kisten, aber hier liegt so ein, wenn ich mir das angucke, das ist so eine überfüllte, das ist alles so Stäbe, ja, so, es könnte hier so ein Wildknatterer gewesen sein, der, vielleicht hat es euch gefallen, ich will euch da jetzt nicht im Mund legen, aber ich empfinde hier jemanden, der wirklich nur auf seins aus war, ja, vielleicht rabiat und doll, um Gottes Willen, wir können ja hier auch gar nicht anders drauf eingehen. Aber von der Zärtlichkeit, vom Empfinden, für dich zu denken, was du umgekehrt gemacht hast, wenn es hier eine Liebessituation betrifft natürlich nur, oder auch in emotionalen Sachen, dass man hier immer genommen hat und deine emotionale Ader hat vielleicht auch mal nicht gefragt, wie geht's dir eigentlich, ja, sondern immer nur von seinem Leid erzählt und stell dir vor, so, gibt ja Leute, die wirklich immer nur so von sich erzählen, permanent den ganzen Tag und hü und hot und man denkt sich so, oh, bitte nicht nochmal 30 Mal wiederholen, ein ganzes Jahr schon höre ich mir sowas an und du hast aber in der Ebene, bist du eher die Person, die das duldet, ja, du sagst vielleicht vorsichtig, du pass mal auf, können wir nicht mal über ein anderes Thema sprechen, wenn wir uns treffen, ja, und hier ist einfach so ein emotionaler Hau rauf, ja, der hier auch alles wieder raufgebuckelt bekommt, weil man ja nicht gelernt hat, um Gleichgewicht zu halten mit emotionalen Sachen oder auch Sachen wirklich zu festigen mit Scheiben oder Münzen, geht das nicht so schnell, ja? Und bis jetzt ist hier nicht mal ein Schwert im Anmarsch zu sehen. Das heißt, entweder wirklich jemand, der richtig hohl war in der Bindung zwischen euch oder Beziehung, vielleicht kommt ihr da noch hin und erkennt das, aber so mordsmäßig Ideen kamen hier von der Person nicht mehr, ja?
Das wurde so strikt untersagt. Hier hat man sehr wenig mitgedacht mit der Bindung. Und man wird hier sehen, den Weg, den man hier neu gemacht hat, das ist eben der drei der Stäbe. Naja, man hat sich entschieden für den Weg, ja. Man wollte ja die Probleme loswerden, hat vielleicht hier bessere Spieler in Sicht gehabt, in Ausschau. Aber irgendwie waren da andere besser und schneller und schlauer und haben, auch wenn hier jemand sowas vortäuscht, dass alles okay ist, natürlich ist es alles okay. Es sind ja auch schöne Blumen, ne? Guck doch mal. Mache ich jetzt extra sarkastisch. Sind doch schöne Blumen, die man hier trägt. Ist doch alles nicht so schlimm, aber auch die werden irgendwann schwer, ja? Man kriegt schon gar nicht mehr so die schönen Blumen einfach ab. Lasst euch da in dem Prozess nicht verunsichern. Und wenn es schön sein sollte, dann freut ihr euch bitte mit demjenigen oder mit der Situation. Aber es sollte euch hier nicht mehr so wirklich ranlassen, ja? Weil du hast hier damit nichts zu tun. Tja, Pech. Sieh zu, wie du weiterkommst. Natürlich kommt da was, ja, aber das hast du dir nicht mehr zu verantworten bei deinem Gegenüber. Der rennt oder hier rennt jemand ins neue Jahr. Von der Energie her ungewiss. Hier hat man gar keinen Plan, ja. Eigentlich so wie du als nah, aber du bist ja gefasst und bei dir liegt die Energie. Sechs der Stäbe. Wird schon. Genau das ist der richtige Weg, auf den du verzichten musstest die ganze Zeit. Hier liegt jemand, für den fängt das nächste Jahr. Komplett das nächste Jahr wahrscheinlich sehr holpernd an und man wird auch da nicht irgendwie ansässig werden. Ja, ich sag's mal ganz vorsichtig, fast schon hundertprozentig sicher. Auch das nächste Jahr wird keine Erkenntnis für dein Gegenüber werden. Was mir hier gerade nebenbei reingesprungen ist, es könnte hier einen Rückfall geben, dass ihr tatsächlich, wenn es sich um Liebessituationen handelt und ihr seid in love, nicht die, die abgeschlossen haben, ja, dass hier nochmal eine Zusammenkunft kommen kann. Aber auch das wirst du relativ schnell merken im nächsten Jahr, weil du merkst, dein Narrenweg wird hier unterbrochen. Ja, der wird gestört und nicht unterstützt. Es kann sein, dass hier jemand sieht so, oh scheiße, die Blumen wären schwer, ich muss wieder zurück. Auch wieder dann, wenn ihr damit nicht rechnet, aber da liegt eure Eigenkontrolle. Ja, ich könnte es sagen, aber ich muss es verantwortlicherweise auch hier sein lassen, weil ich weiß, wie viele sich dann da verirren und gerade im Netz ist es nicht so berauschend, hier eine Angabe zu machen, die dann schon gefährlich sein könnte. So, ihr Lieben, wir haben hier eine Waage- und Skorpion-Energie. Bei euch ist sehr skorpionlastig gewesen, ja? Auch Waage war ja bei dir auch mit drin und wir hatten Zwilling sehr oft. Und Löwe. Jetzt haben wir hier die Skorpion- und Waage-Energie. Guckt euch mal an, ja? Da haben wir wieder dieses Marionettenspiel. Emotionale Abhängigkeit oder spielerische Abhängigkeit. Ihr habt euch beide gebraucht. Man hat mit dir gespielt, man hat dich benutzt. Umgekehrt, egal wie geschlechterunabhängig, ja? Ihr wart hier beide gebunden. Vielleicht wart ihr auch an irgendwas gebunden und du bist deswegen hier nicht weggekommen. Aber du wusstest, du möchtest raus, ja? Du kannst dich nur nicht so schnell befreien, wie du gerne hättest. Wir gucken mal, ach so, da habe ich immer Angst, dass mir die Karten immer runterklatschen. Ich meine, heute mit meinem Licht, mit meiner Lichtershow habe ich ja hier sowieso gepunktet, wa? Ihr seht, glaube ich, selten was, aber es geht ja ums Zuhören. Was haben wir hier noch? Egal, falls es irgendwo hinspringen sollte, in die Tiefe mit den Symbolon-Karten. Nee. Sollte es nur flippen, gilt es für den Wagen, ja, für den neuen Weg, den man hier gemacht hat. Weil man, warum? Dann nehme ich die für den Weg. Weil man Schöneres gesehen hat. Man wurde hier nimmer satt. Wir haben hier die Stierenergie mit der Zwillingsenergie. Man hatte ja auch zwei Gesichter und hat sich Sachen irgendwo anders angeschaut. Vielleicht auch woanders geguckt, wo hat man hier eine Chance zu naschen, ja. Wo rennen hier neue Nieten rum und dich Jackpot lässt man sitzen? Aber die Nieten waren natürlich Schein zum Sein. Hier hat man sich andere Menschen angeguckt und sie vielleicht auch reduziert auf, vielleicht hast du das gemerkt, so aufs Äußere reduziert, sehr oft hinterher gesabbert oder auch als Frau. Ja, es gibt genug Frauen, die sind nicht anders gestörter als Männer, glaubt mir. Meistens auch schon fast dreister und das sage ich als nicht Emanze. Entschuldigung, das Wort werde ich nie wieder vergessen. Da hat mich jemand getriggert. Und wir haben hier für den Stern. Der Stern kommt ja als nächstes, die Klarsicht. Wir haben hier die Schütze-Energie. Na klar, man war ja gut drin, ja. Man wollte ja auch schon wissen, wo geht's lang. Irgendwie war alles nicht ganz toll.
Vielleicht hatte jemand nicht mehr das bekommen, was man bekommen wollte. Man ist hier weitergelaufen, ja? Man wollte hier das Neue, man wollte hier wieder Gleichgewicht bei sich selbst reinbringen. Vielleicht hast du irgendwann wirklich auch gesagt zu jemandem, du pass mal auf, jetzt ist Schluss, meine Grenze ist erreicht, ja? Und es wurde einem klar, da spricht jemand, ja? Jetzt geht's nicht mehr so nach meinem Kopf, jetzt hat hier anderes ein bisschen Macht. Auf die neue Welt oder je nachdem... Das sollte zum Spielerbereich hinfliegen. Oh, eine Eiseskälte habt ihr gespürt, ja? Zu dem Spielbrett und der emotionalen Abhängigkeit, es war keine. Jeder, der damit zu tun hat und denkt, hier handelte es sich um echte Liebe, hier war emotionale Abhängigkeit. Ihr habt euch gebraucht in einem Prozess mit der Krebs- und Steinbock-Energie. Die Kälte hat euch gebunden. Wir könnten es wortwörtlich so sagen, ja. Jeder hat mal probiert, sich hier auftauen zu lassen, aber genau in diesen Prozessen ist das Gegenteil passiert. Die Welt. Welche Energie hat man hier gespürt in der Welt? Ach, guck mal einer an, du dreckiger Mensch. Kadam! Hier, bitteschön. Man konnte mit dir nicht mehr so umgehen, wie man wollte. Ja, man hat hier gemerkt, man kann dich hier nicht mehr bespielen. Du bist nicht mehr die Marionette in dem Teil. Das ist wieder die Stern und Stirn hatte ich auch noch im Kopf. Stirn. Die Stirn bieten. Stier- und Skorpion-Energie, ja? Deswegen musste man hier raus oder wurde rausgeschmissen oder ist gegangen. Raus. Ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Spaß mehr am Bespielen. Hier lässt sich jemand nicht mehr bespielen. Ich muss gehen. Tschüssikowski. Ach krass. Und da kommt sie auch wieder. Bloß hat es hier jemand nicht gelernt, auf die Leute zu gucken, die einem hier was Gutes gegeben haben, ja? Und man hat sich schon fast nicht darum beschert, nach hinten zu gucken. Das passiert jetzt in diesem Prozess. Wenn man sich hier befüllt mit seinen Stäben, mit seiner Stabenergie. Sehr stablastig, ja? Auch drei der Stäbe haben wir ja hinten auch. Deswegen, als der Reiter hier so rausfiel, hoppe, hoppe, Reiter, ja? Da habe ich gleich so dran gedacht, so, ist ja schön, feurig zu sein. Hier will noch was aufgeklärt werden. Beim Stern haben wir hier eine Widder- und eine Skorpion-Energie. Es stand Mäßigkeit gegen Schatten, ja? Man hat hier selbst nicht mehr durchgeblickt. Es könnte auch sein, dass man hier nur noch rumgemault hat und nur noch rumgefrötzelt hat, dass man hier nur noch nachts unterwegs war, nachts auch nur noch gelebt hat, aufgelebt ist. Du hattest von diesem Menschen hier nicht mehr viel und der hatte auch seine Geheimnisse, ja? Wir haben hier beim Spielbrett, ist wieder hingefallen. Also hier könnt ihr die Situation vergessen. Wir haben hier auch wieder Widderenergie und Steinbock. Das war unmöglich, dass hier irgendwas entsteht für längere Zeit, ja. Dann kriegt man das Messer aus dem Stein, denn wir haben ja auch hier diese erstarrte Angabe. Hier war jeder so stur, irgendwas erschaffen zu wollen, was nicht möglich war. Und die Erkenntnis von diesemjenigen, fange ein mit der Stierenergie und dem Steinbock, ja. Hier hat man sich vielleicht auch öfter mal sehr nett gezeigt. Das waren dann so die Spielzüge, wo man manipulieren konnte. Ich bin nur so tierlieb oder kinderlieb. Und ich habe da eine ganz weiche Seite an meiner Seite. Ja, wenn ich was will, guck mal, schau mal hier. Weil irgendwas Gutes musste derjenige ja haben, um dich hier bespielen zu können. Kann auch ein Chef sein, ja, je nachdem. Und hier war der Pokal bei deinem Gegenüber am wichtigsten mit Wassermann, Energie und Fisch. Also eine Siegeskarte, ja, immer glänzen wollte man, immer was Hohes hier erreichen. Es könnte gut sein, dass man dich hier wirklich so ein bisschen ausgenommen hat in etlichen Situationen. Das war aber, ihr wart beide voneinander eben abhängig, ja, das war ja die Karte, die ich euch gezeigt habe. Ohne deinem und ohne der Person, für die du guckst, gab es hier kein Miteinander und auch nicht den Sieg und andersrum auch nicht das Schöne und das Kalte und das Erschmelzen. Es war immer so ein Yin-Yang-Prozess, ja. Wir haben hier die Fische-Energie. Absolut Fische, eigentlich meine Mäßigkeitskarte, was jetzt nicht mit Fisch zu tun hat, aber ich sehe hier einfach auch das, das kommt davon, wenn man emotional nicht leben kann, ja, wenn man nicht ausleben kann, wenn man nicht fühlt, wenn man Impulse nicht wahrnimmt, wenn man nur Kraft zieht, dass andere für dich fließen lassen, damit du vorwärts kommst. Hier muss jemand generell neu erlernen und das fehlt demjenigen durch dich ganz einfach
deswegen auch die Ballast und die Bürden. Hier hat man kein Fluss mehr, ja, keine Energie von dir, die das fließen lässt, wo man trotzdem sich bedienen musste oder bedient hat, um hier zu fühlen. Das war demjenigen hier anscheinend aber auch noch nicht bewusst oder wird es natürlich bewusst werden, ja? Wobei hier auch jemand liegen kann, weil ja hier kein Schwert kommt, der sich so denkt, so, warum ist denn das so? Warum bin ich denn alleine irgendwie oder seit Jahren auch schon nichts nutzt? Ich habe doch jemanden kennengelernt, warum fließt denn hier nichts, ja? Was ist das, was mir fehlt? Da könnte jemand auch gar nicht drauf kommen, dass es eben einfach der emotionale Quotient ist, der bei demjenigen hier fehlt und den man gebraucht hat. Weil oftmals finden sich ja dann eben die oder eure Lieblings-sogenannten Dualpartner, wo ich raus bin aus dem Prozess, oder man sucht sich ja immer Gleiches und Gleiches. Ja, also das heißt, wenn man sich giftig fühlt, dann sucht man sich auch giftige Menschen, ja, weil genau die zieht man ja an. So. Ein locker, leichter Mensch, der mit sich zufrieden ist, der zieht keinen an, der mit sich selbst zufrieden ist. Ja, das würde nicht funktionieren. Und genau da haut es dann schon nicht hin. Weil was will man, wenn man zufrieden ist und möchte Liebe spüren und geben? Was möchte man mit jemandem, der dann so, alles scheiße, nee, Sex auch kacke, Freundschaft, ja, läuft ab, hier kannst du mal geben, wollen wir uns sehen, ja, langweilig nicht, geh, oder auf Arbeit nur benutzt werden, das können alles so verschiedene Bereiche gewesen sein, ja. So, zum Ende hin, drei der Stäbe, wo deinjeniger noch nicht weiß, was auf ihn zukommt, wird die folgende Energie das bestimmen, und die haben wir hier, ich sag doch, das ist ein Reiter, hier haben wir einen. Hier wird man wahrscheinlich eventuell wieder wie so ein Kind rumtrampeln, ja, so, scheiße, habe ich mir so nicht ausgemalt, dass es so kommt, ja, irgendwie komme ich auf die Lösung oder laufe ich weiter in mein Verderben. Wir haben hier eine Steinbock-Energie und die Schütze-Energie, die wir hier drin haben. Ach Quatsch, Widder und Schütze, sorry, entschuldigt mich. Widder und Schütze-Energie. Und das ist wieder mit dem Kopf durch die Wand, ja, man wird hier, ich denke auch ganz stark, andere Situationen verlassen und auch hier wieder Unruhe reingebracht haben. Weil hinten explodiert auch was, ja, da rennt man vorweg. Oder kommt eventuell auch nicht von der Stelle, dass man hier sehr lange überlegen muss, wie geht's für mich eigentlich weiter, weiß ich eigentlich, wo mein Weg ist? Weil jetzt hat man ja keinen, den man bespielen kann, ja. Das ist so generell die Angabe, so wie es für dein Gegenüber kommen konnte, wenn ihr ihn in den Charakterzügen wiedergefunden habt. Und wenn es mit euch hier so war, wenn du dich danach sehnst, einen neuen Weg zu gehen, ihr müsst hier wirklich haargenau auf meine Wortlaute aufpassen und nicht wie wieder himmelhoch jauchzend. Yay, das bin ich, weil natürlich will ich was Neues. Es geht hier wirklich radikal um zum ersten Mal was Neues, ja. Danach schreit dein Kopf, dein Herz. Das ist jetzt nicht so, ja, na klar, will ich auch mal was Neues. Es ist hier wirklich ein etwas ganz Neues, ja. Das, was du dich sonst nie getraut hast oder wo du dich immer so ein bisschen zurückhalten lassen hast von jemandem. Du hast hier auf jeden Fall für andere, und das muss nicht mal nur für die Partnerschaft gewesen sein oder zu dem Menschen, für den du guckst, dass man dich hier halten musste oder gehalten hat. Das können hier verschiedene Menschen sein, für die du einfach dein Leben lang immer dich verstellt hast, ja, und deswegen auch die Vorgabe der Marionette schon warst für den Nächsten, der in dein Leben getreten ist. Da so ein bisschen hindenken, wie viele an dem Prozess eigentlich beteiligt sind, die dich zur Marionette haben machen lassen, wo man sich bedient, ja, ihr Lieben. Das war's. Also eure Legung ist super, konnte ich mir auch nicht ausdenken, ja, ich fange meistens mit euch an und wünsche euch einen ganz schönen Tag, wann immer ihr das Video guckt, bleibt definitiv gesund, das ist das Wichtigste. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald. Tschüssi.